witzig, ich habe wirklich welche. Keine Fotos im Bikini. Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt so ausgeholt habe mit der Tanzkörper. Aber du kannst verstehen, das ist das Grundproblem. Das ist doch total normales Business, oder? Du nimmst mich die ganze Zeit auf und das ist das, was du eigentlich online tust. Gib es zu. Niemals. Mit meiner Familie zusammen zu sein. Pornos drehen. Mit meinem Mann, weil es der interessanteste Mensch ist, den ich jemals kennengelernt habe. Entweder mich selber klonen oder den Tag länger machen. Pfiffig. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt sage, aber pfiffig. Strand und Berge, eine Mischung daraus. Nur rumliegen ist auch langweilig. Ja, tatsächlich, irgendwann einen Roman zu schreiben. Ich weiß aber auch, dass ich das erst kann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das ist jetzt aber nicht so ein Herzenswunsch im Sinne von, erst wenn ich das gemacht habe, kann ich tot umfallen. Weil ich ja sowieso permanent schreibe und ein Publikum habe, ist es schon sehr nah dran. Aber es gibt eine ganz bestimmte Geschichte, die ich noch erzählen möchte und die kann ich nicht auf TikTok erzählen. Oh, ich verkleide mich eigentlich nie. Das wird irgendwas gewesen sein zu Halloween, als ich mit den Kindern zusammen klingeln gegangen bin. Aber das war sicher nichts Tolles. In 5 Jahren möchte ich auf heute zurückgucken und mir sagen, also ich möchte mich jetzt neben mich setzen, 5 Jahre älter sein und zu mir sagen, du hast alles richtig gemacht. Okay.